Hallöchen, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Willkommen zu einer Review zu der Kanalvorstellung von Alle rasten aus. Ja, ich habe mir gedacht, ich tue den lieben Alle rasten aus, ich nenne ihn jetzt einfach mal Alle rasten aus, einen kleinen Gefallen und eine kleine Überraschung, da ja sein Kanal sich während der letzten Kanalvorstellung, also seiner ersten Kanalvorstellung, drastisch und großartig verändert hat, mache ich mal eine Kanalvorstellung Alle rasten aus 2.0. Und ich hatte ja am Anfang ihm Fragen gestellt und ich habe seine Antworten vorgelesen. Problem ist, ich habe es nicht geschafft, dieses Vorvideo zu cutten oder irgendwie runterzuladen. Deswegen seht ihr das kleine Fenster hier unten. Ich stoße mal mit der Käppi an. Hier, da dieses kleine Fenster hier. Und da lasse ich euch ganz kurz jetzt mal das Vorvideo anschauen. Und da hört ihr nochmal die Fragen, beziehungsweise die Antworten auf die Fragen, die ich ihm gestellt habe. Erstens hier die Fragen, wie ist er auf seinen Kanalnamen gekommen? Was ist sein Ziel oder Zielgruppe in YouTube? Und was ist noch so geplant bei ihm? Und da habe ich jetzt das Video hier. Und das werde ich jetzt für euch starten. Ihr werdet mein altes Ego sehen, also mein altes Vor-Ich. Und dann sagen wir, legen wir los. Und sobald das Vorspannvideo weg ist, werdet ihr die Neuauffassung von seinem Kanal sehen. Hallöchen auch, Freunde. Willkommen an diesem wunderschönen Montagmorgen, beziehungsweise Montagmittwoch. Wer jetzt gerade am Essen ist, wünsche ich an dieser Stelle einen wunderschönen guten Appetit. So, und mal wieder hat mir ein YouTuber seine Erlaubnis gegeben, den Kanal vorzustellen. Es wird natürlich erstmal wieder ein kleines Hintergrundwissen kommen. Es geht um den Kanal Alle rasten aus, Multiplayer und mehr. Und ich habe jetzt so ein paar Fragen gestellt und habe folgende Antworten bekommen. Zum Beispiel, wie der Kanal entstanden ist. Hallo, also unser Kanal ist eigentlich durch meine Tochter entstanden. Oh. Wir haben immer gerne Planet Coaster gespielt, da wir auch öfter im Jahr durch Freizeitparks reisen. Das ist deren Hobby. Da wir uns dann auch gerne andere Parktouren auf YouTube angeschaut haben, fragte sie mich irgendwann, ob wir so etwas nicht auch machen können. Die Ahnung hatten's von irgendetwas hatten sie im nächsten Zeitpunkt noch nicht vom Spiel. Die Idee dahinter war, dass wir uns das dann in 10 bis 20 Jahren nochmal anschauen und uns einfach darüber amüsieren. Das Ziel von den beiden ist es natürlich, dass es auch Leuten gefällt. Damit hatten sie aber noch nicht in den Ausmaßen gerechnet, dass 100 in circa 3 Monaten gekommen sind, denen das gefällt. Und der Kanalname ist folgendermaßen entstanden. Der Kanalname ist mehr so unser Bewertungssystem, wenn wir auf Freizeitparkstour sind. Hat es sich so eingebürgert, dass wir am Ende sagen, naja, war ganz okay. Ich raste aus, der Park war geil. Und daraus ist alle rasten aus passiert. So, dann würde ich mal sagen, haben wir ein kleines Hintergrundwissen bekommen von ihm und seiner Tochter. Hoffe ich mal, beide gemeinsam schauen sich das dann, diese Kanalvorstellung an. Und dann würde ich mal sagen, geh mir auf den Kanal von Alle rasten aus, Multiplayer und mehr. Bis gleich. Tschüss. So, und da haben wir die kleine Information gehabt. So, ich dachte mir, bevor ich wieder ihn nochmal löchere, werde ich ihm auf gut Deutsch nochmal das gleiche Video zeigen. Und ja, dann sehen wir uns auf dem Kanal von Alle rasten aus. Kanalvorstellung 2.0. Bis gleich. Und da wären wir auch auf den Kanal von Alle rasten aus. Und ja, es hat sich einiges getan, als ich ihn das letzte Mal vorgestellt habe. Und wie ich sehe, zum richtig Positiven. Und ich meine, die alte Kanalvorstellung, der alte Kanal war auch positiv. So würde ich das jetzt nicht sagen, dass die alte Version negativ war. Das würde ich nicht sagen. Sie haben jetzt momentan 160 Abos. Wie gesagt, was ich wahrscheinlich schon in der alten Kanalvorstellung gesagt habe, sie hätten 500 Abos verdient, meiner Meinung nach. Auf deren Kanal wird sehr viel gezeigt. Man hat es in dem Vorspann schon gehört. Planet Coaster. Der gute Alle rasten aus ist auch gerade in dem Moment noch am Streamen, hoffe ich.
Dann machen wir mal ganz kurz Ton aus, dann schauen wir mal ganz, ganz heimlich mal rein. Ich hoffe, er ist noch da. Ja gut, dann war es wahrscheinlich nicht. Bei so asiatischen Gebäuden ist scheißegal, wenn die keine Fenster haben. Es fällt eigentlich so gut wie nicht auf. Oder es ist halt normal in Asien. Ich weiß es nicht. Ich meine, es sieht ja trotzdem aus, als ob es so sein soll. So, da haben wir mal ganz kurz in seinen Livestream reingeschaut. Wie gesagt, sein Hauptspiel ist momentan Planet Coaster, wo er sehr, sehr, sehr geile Bahnen baut, schöne Freizeitparks, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ich glaube, man kann es Freizeitparks nennen. Wenn man es jetzt so scrollt, er hat auch schon, wie ihr seht, einiges auf dem Tacho. Zum Beispiel Subnautica Below Zero. Counter-Strike, hier immer noch Planet Coaster. Dann das normale Subnautica, hat eine Staffel schon beendet. Und sehr viele Battle Royale-Spiele wie Ring of Elysium, Apex Legends, Danger Zone. Und dann gucken wir auch mal auf Playlisten, was denn noch sonst so geboten ist. Frag Markus, ein Format, da glaube ich, werde ich mal reinschauen. Heroes of the Storm. Wahrscheinlich ein Untest-Format. Hier haben wir Destiny 2. Dann CSGO, wie gesagt. Zu Counter-Strike und CSGO. Ich glaube, kann man auch gut zusammen spielen. Und wir schauen auch jetzt auch noch in zwei seiner Videos rein. Ich würde aber trotzdem sagen, wir schauen noch einmal in ein Planet Coaster-Video rein. Und dann noch in. Z machen wir mal drei Videos in zwei verschiedene andere Formate. Und ich sage schon hier am Anfang, es lohnt sich wirklich, den guten Aliraste aus zu abonnieren. Er macht seine Arbeit total klasse. Geniale Streams, schön zum Entspannen. Und das hat doch was. So, wir gucken mal in. Pam, 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 pam. Gucken wir mal. Die Parkschau 38, Park der Welt. Ah, das ist ein Stream, okay. Moment. Den Stream wollen wir jetzt nicht gucken. Schauen wir mal, Planet Coaster Attraktionscheck 035, also die 35. Folge Volvara. Zack. Herzlich willkommen zum Attraktionscheck und wir gucken uns an Volvare von Silver Red, ein fliegendes irgendwas. Man weiß es nicht und ich sehe hier unten schon verkehrt herum eingesetzte Schiffe. Es sieht mega geil aus. Es sieht wow. Es ist unglaublich. Und So, also ich muss auch sagen, echt krasse Idee für eine Achterbahn in Planet Coaster. Respekt. So, nochmal zurück. Ich lasse mal Musik ganz mal ganz kurz aus, damit wir das mal ganz kurz die drei Videos anschauen können. Hier mal Subnautica Below Zero, das ist der Multiplayer von Subnautica. so, weiter geht's bei Subnautica mit eurem Tiefsee-Weltmeister. Erstmal kommen unsere geilen Ninja-Fische hier rein. Und ja, so einen können wir uns mitnehmen. Wir müssten das Aquarium eventuell erweitern. Das wäre schon geil. Dass wir haben noch eine leere Batterie. Hier. Die ist mittlerweile wieder voll. Du wirst gegrillt. Und weggeschnabuliert. Was können wir denn machen? Kabelsatz, ich wüsste nicht. So, da haben wir mal in Subnautica Below Zero reingeschaut. Gehen wir gleich wieder auf Videos und gucken mal. Was haben wir, wo können wir denn nochmal reingucken?
Gucken wir mal in CSGO Wigwam 27 wieder eingerankt an. Ja, aber so an sich war ganz geil. Wir haben ordentlich gefeiert. Das glaube ich. So, was machen wir? Ja, lass lang. Okay, das war jetzt bei. Waren wir mal so ein paar Videos reingeschaut? Ich muss mal wieder zurückkommen hier. Schade, dass man nicht zurück machen kann auf dem Kanal, ganz einfach. Ich will euch nicht meine Leiste hier unten nicht zeigen. Also, ich habe F11 gedrückt, damit man hier unten die Leiste nicht sehen kann. So, also von allgemein seht ihr, habt ihr schon gesehen, was der so zu bieten hat. Diskussion muss ich, glaube ich, nicht reinschreiben. Hier vor 7 Monaten habe ich seinen Kanal mal vorgestellt. Ich schreibe jetzt einfach mal schönen Gruß. So, mal wieder. Dann gehen wir auf die. Moment. Sonst ist es zu still. Gehen wir auf die Kanalinfo. Und ja, da hat sich ein bisschen was getan. Viel Spaß auf diesem Kanal. Hier wird gezockt und es gibt den ein oder anderen Vlog. Wenn es dir gefällt, würde es uns über ein kostenloses Abo freuen. Was ich hier vielleicht nochmal reinschreiben würde, wäre vielleicht so einen kleinen Upload-Plan. Zum Beispiel, wann welches Planet Coaster-Video kommt, wann welcher Stream kommt. Und ja, was noch so geplant ist für Spiele und für Projekte, so ein kleiner Tipp von mir nochmal an diesem Rande. Wie gesagt, 162 Abos haben sie. Sie haben ihren Kanal am 1.11.2018 erstellt und haben schon eine Hausnummer von 16.839 Aufrufen. Twitter, Instagram und Twitch und Discord, was ich verlinken kann, werde ich natürlich verlinken. Und falls ihr natürlich die alte Kanalvorstellung auch nochmal sehen wollt, werde ich die ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr mal sehen, was vorher und nachher ist, so Vorher-Nachher-Effekt. Und ansonsten, wie gesagt, super klasse Arbeit, super nette, nette Leute. Also auf jeden Fall auch, er ist super nett drauf, man kann sich mit ihnen unterhalten. Und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ich unterstütze gerne Leute. Und es lohnt sich, bei ihm vorbeizuschauen, ihn zu abonnieren, Feedback dazulassen, sogar haufenweise Likes und Verbesserungstipps und Vorschläge für seinen Kanal, für Planet Coaster und alles Mögliche ist auf jeden Fall lohnenswert. Und wenn ihr auch eine Kanalvorstellung von mir haben wollt, müsst ihr Folgendes beachten: Ich brauche eure Erlaubnis. Ohne Erlaubnis gibt es keine Kanalvorstellung. Zu anderen würde ich gerne schriftlich von euch die Antworten auf folgende Fragen haben. Wie gesagt, schriftlich. Entweder unter diesem Video oder wenn ihr mich auch bei Twitch erwischt. Mein Twitch-Kanal ist oben im Banner verlinkt bei meinem YouTube-Kanal. Außer ihr wollt es so einfach haben, dann sucht ihr einfach bei Twitch Holy Unterstrich, also Unterstrich Diver 666 eingeben, dann findet ihr mich auch. Wenn ich da gerade am Stream bin, könnt ihr mir natürlich via Privatnachricht auch schreiben. So, also folgende Fragen sind dann immer zu beachten. Erstens, wie seid ihr auf euren YouTube-Namen gekommen? Zweitens, was für ein Ziel oder für eine Zielgruppe verfolgt ihr in YouTube, wenn überhaupt? Und drittens, wie seid ihr dazu gekommen, YouTube zu machen? Was hat euch dazu bewegt? Was hat euch dazu motiviert? Was hat euch dazu inspiriert? Ja, und das sind die folgenden Fragen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr auch. Alle rasten aus, dass ich mal eine Kanalvorstellung 2.0 gemacht habe von deinem jetzigen Kanal. Und wir sehen uns in der nächsten Kanalvorstellung am Montag wieder. Diese Kanalvorstellung ist ein Review, deswegen werde ich sie, sobald ich sie fertig habe, hochladen und veröffentlichen. Einfach mal just for fun. Und wenn es nicht passt, mein Gott, dann kann ich nichts dafür. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber ich unterstütze halt gerne andere YouTuber auf die richtige Art und Weise. Nicht auf die falsche Art und Weise. Abo gegen Abo. Oder so. Sag ich mal, bis demnächst. Gehabt euch wohl und
Habt noch eine schöne Zeit da draußen. Bis bald, euer Hoodie Diver. Tschüss.